Was? Eine Sauerstoffflasche? Was ist damit? Larry, ich wollte dich zu der Sauerstoffflasche etwas fragen und sie dir über den Schädel ziehen. Hast du sie schon mal gesehen? Gehört sie dir? Ja, gehört sie dir. Ist ja wohl klar mit den Händchen und so. Sag mal, ist das deine Sauerstoffflasche? Wozu soll ich denn so ein Ding besitzen? Siehst du, dass da eine Schnur mit Fahnen um das Ventil gewickelt ist? Sieht genauso aus wie die Schnur, die um deinen Steel-Samurai gewickelt ist. Muss ein Zufall sein. Solche Schnüre gibt es heute doch an jeder Ecke. Zum Beispiel in Grundschulen und. Ja, davon gibt es ja auch eine Menge. Und bei Gebrauchtwagenhändlern. Wozu soll ich denn eine Sascha-Flasche brauchen? Um etwas. Ja, genau. Um aufzublasen und tauchen zu gehen. Um etwas aufzublasen. Du hast sie benutzt, um den da damit aufzublasen, nicht wahr? Was aufzublasen? Na, was denn sonst? Diesen großen, bauschigen Steel-Samurai hinter dir. warum würdest du mir wohl so eine Frage stellen? Sieht so aus, als hätte ich den Nagel auf den Kopf getroffen. Okay. Nun ja, sieh mal, der Kompressor, den ich sonst immer benutze, war hinüber. Deshalb habe ich es mit der Sauerstoffflasche versucht, nur ein einziges Mal. Und das ist nicht ganz so toll gelaufen. Wie ich es mir gedacht habe. Die Flasche weglegen, mehr über die Flasche mehr Fragen. Das ist nicht ganz so toll gelaufen? Ja. Yeah. Könntest du vielleicht ein bisschen genauer sein? Ach komm. Sieh mal, das ist ganz schön peinlich, deswegen möchte ich nicht darüber reden. Sag es uns, sag es uns! Ja, wenn es peinlich ist, ja, klar! Na gut. Was soll's? Wie ich schon sagte, der Kompressor war defekt. Also nahm ich die Flasche und versuchte damit den Samurai aufzublasen. Und dann. Paff! Genau wie ich mir das gedacht habe. Das Ventil wurde abgesprengt und machte diesen unglaublichen Lärm. Irgendeine komische Frau in den Wäldern hat plötzlich gerufen, ein UFO. Und diese Flasche hob ab wie eine Rakete. Und dann dabei meinen armen, luftleeren Steel-Samurai mit. Was? Genau so hat den Guante? Hier ist jedenfalls ein ganz schöner Schreck in die Glieder gefahren. Oh Mann. Jetzt wissen wir auch, wer Gordy ist. Die Sauerstoffflasche und der Steel-Samurai sind dann zusammen davon geflogen. Was ist dann passiert? Nun, all das ist so etwa am 20. Dezember oder so passiert. Der 20. vor einer Woche also. Und soweit ich das erkennen konnte, flog die Flasche in den See. Also bin ich jeden Abend mit einem Boot rausgefahren, um sie zu suchen. Ich meine, schließlich hatte ich den Steel-Samurai von Kiyatsu bekommen. Und wann hast du sie dann gefunden? Erst vorgestern Abend. Mhm. Am 24. Am Abend des Mordes, du Affe. Sie war weit rausgeflogen. Ich habe volle 4 Tage gebraucht, um sie zu finden. Vorgestern Abend war doch die Mordnacht. Tut mir leid, dass ich es dir hier erzählt habe, Nick. Ich war tatsächlich in der Nacht des Mordes hier. Aber verstehst du, ich bin vor Mitternacht nach Hause gegangen. Du hast also nicht mitbekommen, was passierte? Nein. Das ist echt schade. Das ist gar nicht so schlecht. Wenigstens haben wir ein Rätsel gelüftet. Ein Rätsel? Vielleicht sollten wir es nicht sagen. Nee, wir werden sie mitsamt Lotta. Jawohl, ja. Okay, Lotta, wir haben Gordy gefunden. Hier. Tja, ich muss wohl sagen, dass ich rein gar nichts darüber weiß. Es ist unglaublich leicht zu erkennen, wenn Lotta etwas wirklich gar ist. Okay, vielleicht müssen wir sie ansprechen. Mhm. Yep, Gordy. Nun, Herr Anwalt. Ich habe die Info, die Sie so dringend brauchen. Haben Sie denn schon den Gordy-Knüller für mich?
Ja, wir haben ihn gefunden. Herr Gordy? Ach, den haben wir schon gefunden. Was? Ich habe bis jetzt noch keinen Ungeheuer gesehen. Wirklich wahr? Gordy gibt's tatsächlich? Wir hätten sagen müssen, dass es ihn nicht gibt. Moment! Was soll's? Ich brauche einen Beweis. Haben Sie ein Foto gemacht? Natürlich habe ich den Beweis. Das ist nicht Rennie! Wo ist denn nicht Rennie? Das war, als ich auf der Toilette musste, stimmt? Natürlich. Du hast Gordy gesehen? Na, ich hätte wirklich sagen können, Gordy existiert ja, und dann wäre es nicht so lustig. Larry, Sauerstoffflasche? Was machen Sie denn mit der Sauerstoffflasche da? Das ist Gordy. Was willst du denn damit sagen, Nick? Hier in der Nähe ist ein Hotdog-Bude. Dort befindet sich eine riesige aufblasbare Samurai-Attrappe. Vor ungefähr einer Woche hat ein mit mir befreundeter Idiot versucht, sie Er hat dazu diese Flasche benutzt und als das Ventil zerbarst, flog sie in den See. Anscheinend gab es ein ziemlich lautes Peng, als sie losflog. Ein Peng? Hitlergruß. Die Flasche fiel zusammen mit dem immer noch luftleeren Samurai in den See. Zur selben Zeit. Machte ein Pärchen ein Foto von dem See. Dieses Foto hier. Du behauptest also, dass Gordy... Ja, Gordy ist der Stil-Samurai. Eigentlich der Stil-Samurai ist? Oh. Das ist eine tolle Methode, um den Trauma des Mädchens zu zerstören. Ja, ich hab's nicht. Tut mir leid, Lotta. Nee, schon okay. Sag mal von. Ich gebe die Info, wie ich sie versprochen habe. Okay, Fallinformationen. Nun, dann geben Sie uns die Informationen, die Sie haben. Versprochen ist versprochen, heißt das wohl. Ich habe gehört, die Polizisten hier etwas über den morgigen Zeugen sagten. Sie sagten, er sei der Eigentümer des Bootsverleihs, der den Weg hier runter. Bootsverleih? Jo. Ist dort denn jemand? Der sieht doch so verlassen aus. Nur ein alter Couch, der dort ganz allein lebt. Sie sollten sich das mal ansehen. Bitte, Lotta, das werden wir. Lass uns loslegen, Nick. Moment noch. Gibt's noch etwas? Ja, in der Nacht des Mordes hat meine Kamera zweimal geklickt, wissen Sie? Moment mal, dann haben Sie also noch ein Foto? No. Ja, da ist überhaupt nichts drauf. Oder sehen. Und ich dachte mir, es wäre als Beweis nicht zu gebrauchen, also habe ich es so verschwiegen. Nun, vielleicht ist es nicht sehr hilfreich, aber... Hier, nehmen Sie es. Zweites Seefoto zu Gericht hat denn zugefügt. Tschüss dann! Geben Sie aufs Dach! Für mich ist es an der Zeit, zusammenzupacken und zu fahren. Ja, vor allem, weil da gleich die Polizei kommt. Arme Lotta. Das ist alles deine Schuld. Die Legende lebt noch weiter, denke ich. Um die Legende? Ja, die Legende von Larry, der allen ein Begriff ist, die wir nicht kennen.
Ist was faul, war's der Putz. Jemand sollte mal auf den Putz hauen, um ihn flott zu machen. Okay, wir verhauen ihn jetzt. Lol. Okay, können wir ja nicht. Ah, na gut, wir können uns ja mal das andere Foto. Mhm. Oder auch nicht. Zeigt den leeren See. Automatisch am 24.12. 23.50 Uhr geschossen. Mhm. Das andere Bild war um wie viel Uhr? Ich glaube 25 Minuten später. Hm. Nee, das war falsch. Ihr habt 0.15 Uhr, das an. Ja, 25 Minuten ja. Unterschied. Hm. Das ist nämlich doch mal interessant. Hey Nick! Das ist der Putz, weil er von dem Lotter entfehlt hat. Du hast recht. Scheint niemand hier zu sein. Nun, lass uns trotzdem mal nachsehen. Okay. Hütte des Bootsverleihs, wir können einfach so rein. Meg, bist du das? Hey, ist das Kies, den du da mitbringst? Wo seid ihr beiden gewesen? Ich habe mir riesige Sorgen gemacht. Nick, übernimm du das? Ich glaube, ich lasse das diesmal lieber dir, Maya. Meg! Ja? Du hast dich ja nicht entschieden, nicht wahr? Entschieden? Du führst das Pasta-Restaurant weiter, wenn ich mal nicht mehr da bin. Pasta? Hm, Essen. Freut mich zu hören, freut mich zu hören. Der führt seinen alten Herrn mit Stolz. Als ihr Kinder ausgezogen seid, wusste ich nicht, was ich davon halten sollte. Wie soll ich denn das Geschäft am Leben erhalten, ich alter Mann? Polly, die Kinder sind nach Hause gekommen. Oh mein Gott, wer schrift den Mai? Hallo, hallo, ah! Was war das denn? Der Papagei, der auf der Stange dort. Keith! Ja? Ich übergebe die Seenudeln in deine kompetenten Hände, mein Junge. Hä? Was ist denn bitte die Seenudel? Ich hoffe mal stark der Name des Pasta-Restaurants ansonsten. Aus den vorhandenen Beweisen schließe ich, dass es ein Pasta-Restaurant ist. Welch eine Leitung, nicht wahr, Polly? Hallo, hallo! Ich glaube, er ist erleichtert. Ja, was hältst du von den anderen Zeugen? Ja, ein bisschen sehr verwirrt. Was die als Zeuge taugen? Ja. Das Pasta-Restaurant. So lange. Nee, huch, da ist er wieder. Hm, ein Pasta-Restaurant? Ja, schon, dass die Seenudeln weiter bestehen, wenn ich mal nicht mehr bin. Ein Vater hat sie eröffnet, wie du weißt. Er ist sehr gut im Familienbusiness. Hm. Ihr zwei seid also schon die dritte Generation. Ja? Morgen beginnen wir mit den Geheimnissen des Teigwerfens. Teigwerfen? Du auch, Kies. Ja? Du bist der beste Pasta-Bändiger, den es je im Westen gegeben hat. Pasta-Bändiger im Westen? Und passt doch nicht aus Italien? Meg! Ja? Du weißt doch, dass die beste Pasta schon immer westlich des Rockies gemacht wurde. Stimmt natürlich, das weiß doch jeder. Nee? Wie lange müssen wir dieses Wissen deiner Familie wieder mitspielen? Solange er das Messer hat. Dieser alte Mann muss etwas über den Mord wissen.
Wir gehen erst, wenn wir wissen, was es ist. Er schläft wieder. Der Putzverleih. Ach, ich hab jetzt der Putzverleih verstanden. Das ist ein Putzverleih, nicht wahr? Was reden Sie denn da? Das hier ist das Pasta. Das hier ist der Pasta-Palast, die Seenudel. Aber jetzt muss ich sagen, in letzter Zeit hat kaum noch jemand Spaghetti bestellt. Die ganzen Kids kommen immer und sagen, hey Alter, gib uns eins in deiner Boote. Deswegen habe ich die Boote da draußen liegen. Die Jungfrau Leute, versteh die, wer will. Ich bin auch ganz schön verwirrt. Nee, das wird also nicht. Aber dieser alte Mann tritt morgen in den Zeugenstand, nicht wahr? Wir müssen einen Weg finden, wie wir Informationen aus ihm rausbekommen. Himmel. Oh Gott, ich frage mich echt, wie von Karma aus dem was rauskommt. Aber geil. Wow. Was für ein erstaunlicher Papagei. Guten Morgen. Hallo. Er hat mich ignoriert. Wie hast du es vergessen, Meg? Du musst doch erst ihren Namen sagen. Ihren Namen? Polly, wie geht's denn so? Hallo, hallo! Siehst du? Toll! Der Papagei heißt also Polly! Oh mein Gott. Das arme Vieh! Schade, dass sie nur Hallo sagen kann. Die alte Polly kann viele Dinge sagen. Du musst nur die geheimen Wörter kennen. Die geheimen Wörter? Okay. Polly, Polly, wie heißt du? Polly! Tschüss! Maya hat eine neue Freundin. Polly, Polly, wer ist der Mörder? Immer ein kleiner Tresor. Er ist abgeschlossen. Oh. Ach komm, das geht doch bestimmt noch richtig. Ja, selbe. Schade. Können wir einen Keks klauen? Lol, auf dem Tisch? Sieh mal, Nick. Hat eine Heizdecke auf dem Tisch. Sieht kuschelig warm aus. Das ist eine tolle Idee. Das sollten wir im Büro auch machen. Na, in Japan ist das wirklich so. Echt? Krass. Dann könnten wir dort... Das ist so eine Heizdecke, wo man dann quasi seine Beine drunter legt. Dass man schön warm ist. Dann könnten wir dort mit unseren Mandanten gemütlich heiße Schokolade trinken. Und dann über Morgen plaudern? Ach, du bist eine echte Spaßbremse, Nick. Aber er hat doch recht. Man kann doch mal träumen, Menno. Mal gucken. Ah, Polly. Und dann kam Polly. Ja. Wie der Aufwand, das sieht so geil aus. mein Gedächtnis ist in letzter Zeit schlechter geworden. Deswegen sage ich alles Wichtige meiner Polly dort. Ah. Alles Wichtige? Ich frag mich. Polly, wie lautet die Kombination vom Tresor? 1, 2, 3, 8, 8. Jawohl! Ey, ey, Polly, pass bloß auf, okay? Siehst du das? Dann muss man ein bisschen geübt sein. An wie ein Verbrecher denken. Schnell, Nick! Schreib die Kombination auf! Verwickle dich bloß nicht in deine Raubzüge. Ja, der schläft schon wieder. Wenigstens kann man nicht sagen, dass er keinen gesegneten Schlaf hat. Theoretisch könnten wir ihn jetzt aufmachen, also.
gucken. Hast du die Kombination aufgeschrieben? Dann müsstest du die verwenden.